Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den ATV-Nachrichten. Hoher Besuch heute in Sonthofen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die Flüchtlingsunterkunft in der Gründenkaserne besucht. Was heute das Allgäu noch bewegt, sehen Sie jetzt. Manege frei für den sozialen Ausgleich, was das Programm Soziale Stadt im Unterallgäu leistet. Einsatz auf der Festwoche, wie ehrenamtliche Sanitäter ihre Arbeit erleben und vor dem Start, das erhoffen sich die Allgäuer von der neuen Bundesliga-Saison. Plattenbauviertel, in denen abends Mülltonnen brennen und Gangs die Straße kontrollieren. Im Allgäu gibt es sowas zum Glück nicht. Aber im Memminger Westen sah man vor vielen Jahren die Gefahr, dass es irgendwann so weit kommen könnte. Um in solchen Fällen vorzubeugen, hat der Bund das Programm Soziale Stadt aufgelegt. Das Programm möchte benachteiligte Stadtteile aufwerten und das soziale Miteinander in der Stadt verbessern. Dazu gehören städtebauliche Verbesserungen und soziale Projekte, zum Beispiel der Zirkus Multikulti. Manegefrei für den Zirkus Multikulti. Der Zirkusworkshop im Memminger Westen bietet Kindern zwischen 6 und 12 Jahren eine Schulferienwoche lang eine abwechslungsreiche Beschäftigung. In diesem Jahr kommt das Zirkustraining von der Kinderzirkusgruppe Quirlige aus dem Memminger Westen. Also die Kinder sind zwischen 3 und 12 Jahren meistens und sie kommen hier aus der Gegend, weil es einfach bequem ist, wenn man in der Nähe ist, weil dann kann man jederzeit trainieren und es ist halt praktischer. Und am Anfang waren wir eine Gruppe von ungefähr 6 Kindern, ganz wenig. Und es hat sich im Laufe der Jahre immer gesteigert. Und mittlerweile sind wir eine Gruppe zwischen 30 und 40 Kindern. So Pi mal Daumen, ein paar mehr, ein paar weniger. Beim Zirkus Multikulti haben dieses Jahr rund 30 Kinder mitgemacht und in einer Woche eine beachtliche Menge gelernt. Kein Wunder, denn hinter der Kinderzirkusgruppe steckt eine russlanddeutsche Artistenfamilie mit jeder Menge Erfahrung. Also meine Mama, sie war selber Artistin früher, Papa war Geräteturner und im Prinzip wurde es uns in die Wiege gelegt. Und die Stadt Memmingen hat uns sozusagen das vorgeschlagen, weil sie das selber immer gemacht haben. Und wir haben gesagt, natürlich machen wir damit. Wir geben es sozusagen weiter an die nächste Generation. Das Projekt wird aus Spenden finanziert und ist Teil des Programms Soziale Stadt. Zum Programm gehört es, dass sich zwei Quartiersmanagerinnen um das Viertel im Memminger Westen kümmern. Ganz genau kennen sie die Situation im Viertel, das vorwiegend aus Hochhäusern besteht, die lange wenig gepflegt wurden. Es gab dann so einen Bevölkerungswechsel, es gab dann viele Menschen mit anderen Kulturen, die hergezogen sind. Und das hat dann zu Problemen geführt, zu vielen interkulturellen Problemen. Und die Kombination, ein Stadtteil, was heruntergekommen ist, in Anführungszeichen, und viele interkulturelle Probleme, soziale Probleme, das hat dann so diesen Zündstoff gegeben. Herausforderungen ganz anderer Art hat Quartiersmanager Wolfgang Brückmann in Bad Wörishofen. Dem pensionierten Sozialpädagogen ist es wichtig, ein Ohr für die Menschen zu haben. Hier in der Gartenstadt steht dabei der Kontrast zwischen Jugend und Senioren im Fokus. Ein Problem im Kurort sei der starke Zuzug von Paaren im Rentenalter aus anderen Landesteilen. Wenn der Partner dann weggestorben ist, die haben vorher, wo sie zu zweit waren, verpasst, Kontakte zu knüpfen. Zu ihrem Umfeld, zum Nachbarn und so weiter. Und jetzt plötzlich stellen sie fest, dass sie eigentlich alleinsam sind. Und das ist mit eine Aufgabe von mir, diese Einsamkeit aufzufangen. Das heißt, ich bin ein Ansprechpartner. Sie können mit mir reden, ihre Probleme mir schildern. Ich belehre nicht, ich verbessere nicht. Wie das Programm Soziale Stadt in Bad Wörishofen Jugendliche und Senioren zusammenbringt und welche Erfahrungen man im Memminger Westen mit dem Zirkusprojekt macht. Mehr dazu sehen Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Sendung aus dem Unterallgäu und Memmingen. Und die sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr. Danach wird die Sendung regelmäßig in unserem Programm wiederholt. Flüchtlingsunterkünfte werden deutschlandweit dringend gesucht. Auch die Bundeswehr trägt ihren Teil dazu bei und hat entsprechende Gebäude oder Flächen auf ihren Liegenschaften bereitgestellt. Ein Beispiel ist die Gründenkaserne in Sonthofen. Und Ursula von der Leyen war heute dort. Gleich mehr. Oh.
Holz Filleböck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. Wenn es beim Augenlasern um Sicherheit, Präzision, Langlebigkeit und Komfort geht, empfehle ich das gleiche wie die NASA, die sogenannte SBK-LASIK. Eine Augenlaserbehandlung nicht mit dem Messerkeratom, sondern mit dem Femtosekundenlaser. Kommen Sie zu uns nach Weilheim. Sportschindler in Ronsberg. Ihr Spezialist für Bergsport, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindler mit die größte Auswahl im Allgäu. Unser Ferientipp: Therme Erding. Die größte Therme der Welt lädt Sie ein. Willkommen in Ihrem Urlaubsparadies. Babywelt Gersthofen, das Paradies für Mütter, Babys und Kinder. Bei uns finden Sie über 50 komplett eingerichtete Baby- und Kinderzimmer, die besten Autokindersitze, Kinderwagen und Buggys auf 5000 Quadratmetern. Babywelt Gersthofen mit einer Riesenauswahl und babyleicht zu finden. Besuchen Sie uns im Heripark Gersthofen bei Augsburg, direkt an der A8 Ausfahrt Augsburg West. Über 60 Jahre Erfahrung. Beratung mit Herz und Verstand. Willkommen bei Neuss. Fachkompetente Beratung im Shop sowie meisterhafte Qualität bei Reparatur und Service. Die Ferne ganz nah. Mit Wohnwagen und Reisemobilen von Ihrem Kompetenzzentrum Neuss in Immenstadt Tanners. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Es ist wieder soweit, die Allgäuer Festwoche 2015. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. 400 Aussteller präsentieren neue und bewährte Produkte. Erleben Sie die Festzelte und das Bühnenprogramm im Stadtpark. Die Allgäuer Festwoche 2015, vom 8. bis 16. August in Kempten. Ein Fest für die ganze Familie. Die Meldungen vom 13. August. In Isny ist jetzt die Fahrerin eines E-Bikes ums Leben gekommen. Die 75-Jährige wollte an einer Kreuzung eine Straße überqueren. Einen ankommenden LKW ließ sie zunächst passieren, übersah dann wohl, dass der Laster noch einen Anhänger hatte. Sie fuhr los und prallte gegen den Anhänger. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute die Gründenkaserne in Sonthofen besucht. Sie machte sich vor Ort ein Bild von der Unterbringung der Asylbewerber in einem der Gebäude. Wie mehrfach berichtet, wurde dort im August letzten Jahres ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge eingerichtet. Aktuell sind hier 240 Menschen untergebracht. Von der Leyen betonte, dass die Bundeswehr ihren Teil zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskatastrophe leisten wolle und deshalb immer wieder Einrichtungen zur Verfügung stelle. Wir sind aber selbstverständlich auch bereit, weiter zu suchen nach Möglichkeiten. Das, was am meisten gebraucht wird, sind natürlich Unterkünfte. Deshalb haben wir auch mit der Gemeinde Sonthofen besprochen, dass wir eine Freifläche, die sie braucht, hier aus der Kaserne ihr zur Verfügung stellen. Aber es wird natürlich auch viel mehr gebraucht, wie zum Beispiel mobile Röntgengeräte oder Küchengerät oder Feldbetten, um nur einige Themen zu nennen. Wie die versprochenen Freiflächen genutzt werden sollen und wie die aktuelle Flüchtlingssituation im Oberallgäu aussieht, das sehen Sie morgen in einem ausführlichen Bericht hier bei Allgäu TV. Raubüberfall unter Jugendlichen in Lindau. Dabei hielt einer der Täter einem der Opfer ein Messer an den Bauch. Der Vorfall ereignete sich heute Nacht gegen 1 Uhr im Bereich der Holbeinstraße. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit ihren Fahrrädern Richtung Bodolz. Sie sollen selbst erst zwischen 15 und 17 Jahren alt gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge waren sie zwischen 1,70 und 1,80 groß, hatten ein südländisches Aussehen und sprachen gebrochen Deutsch. Der ältere der beiden, wohl der Haupttäter, hatte eine sogenannte Undercut-Frisur. Das heißt, er war an den Schläfen fast kahl rasiert. Die Polizei bittet um Hinweise. Das Freibad in Kirchdorf an der Iller wird künftig videoüberwacht. Damit will die Gemeinde gegen Vandalismus vorgehen.
Unbekannte waren zuletzt häufiger in das Bad eingestiegen und hatten randaliert. Dabei wurden beispielsweise Reinigungsgeräte zerstört, Mülltonnen ausgeschüttet und Glasscherben ins Schwimmbecken geworfen. Die Videoüberwachung soll das verhindern bzw. helfen, Tätern schneller auf die Schliche zu kommen. Vorerst wird die Videoüberwachung nur testweise eingerichtet. Autofahrer auf der B12 zwischen Kempten und Marktoberdorf können aufatmen. Die Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Geisenried und Kraftisried ist ab morgen Geschichte. Am Nachmittag soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Sie war in den letzten Wochen gesperrt worden, um dringend notwendige Arbeiten für den dreispurigen Ausbau der Strecke durchzuführen. Ganz weg sein wird die Baustelle ab morgen aber noch nicht. Einige Restarbeiten sollen laut staatlichem Bauamt unter fließendem Verkehr durchgeführt werden. Wo jetzt noch das Kaufbeurer Eisstadion ist, könnte schon in wenigen Jahren ein Behördenzentrum entstehen. So wünscht es sich zumindest Oberbürgermeister Stefan Bosse. Er hat den Bereich am Rande des Jordanparks als Standort für die Polizei, die neue Außenstelle für Finanzen und diverse andere Behörden ins Gespräch gebracht. Wie berichtet, wird das jetzige Eisstadion 2017 abgerissen, weil es marode ist. Gleichzeitig kommen im Zuge von Söders Behördenverlagerung 100 neue Beamtenstellen an die Wertach. Nachdem auch die Polizei sich langfristig neue Räumlichkeiten wünscht, hat Bosse jetzt einen gemeinsamen Standort am Berliner Platz ins Gespräch gebracht. Allerdings hatte der für die Polizei zuständige Innenminister Herrmann angemerkt, erst nach 2020 die nötigen Gelder für einen Neubau zur Verfügung stellen zu können. Mitte Oktober will Oberbürgermeister Bosse sich deshalb mit Herrmann in München treffen. Über 3000 Menschen haben im Unterallgäu gegen eine Beteiligung des Landkreises an der Grundstücksgesellschaft des Allgäu Airports unterschrieben. Das teilt das federführende Bündnis für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern jetzt mit. Die Initiatoren sehen in der Grundstücksbeteiligung eine indirekte Finanzierung der Ausbaupläne des Flughafens und wollen deswegen ein Bürgerbegehren erwirken. Nötig dafür wären 5500 Unterschriften. Auch in Memmingen läuft derzeit eine Unterschriftenaktion zum Thema. Dort haben sich knapp 1600 Menschen beteiligt. Nötig wären hier rund 2100 Unterschriften. In einigen Städten des Allgäus bleiben die Mülltonnen derzeit länger stehen. Wie eine ZAK-Sprecherin bestätigt, hat das Abfuhrunternehmen Veolia derzeit überdurchschnittlich viele Krankheitsfälle und das mitten in der Urlaubszeit. Die Folge: In Lindau oder Sonthofen fiel so manche Fuhre aus. Bis Freitag soll das Problem behoben sein, hoffen zumindest die Verantwortlichen. Die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis Unterallgäu und in Memmingen haben derzeit die Möglichkeit, ihre Meinung zum ÖPNV-Angebot abzugeben. Entsprechende Fragebögen können im Internet über die Homepage der Stadt und des Landkreises abgerufen werden. Die ausgefüllten Fragebögen können dann bis Ende Oktober bei der Stadtverwaltung und dem Landratsamt abgegeben werden. Ziel der Aktion ist es, das Nutzungsverhalten und die Zufriedenheit der Bürger zu analysieren. So könne man zukünftig eine bessere Taktung und sinnvollere Anschlüsse ermöglichen. Vor allem in Memmingen bietet sich heuer die Chance, das ÖPNV-Angebot deutlich zu verändern. Nach 10 Jahren wird hier der Nahverkehrsplan fortgeschrieben. Soweit unsere Kurznachrichten. Wir schauen aufs Wetter. Starke Auswahl, starke Preise. Allgäu Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der Nacht zum Freitag ziehen dicke Wolken durchs Allgäu. Es bleibt auch in der Nacht warm bei 20 bis 21 Grad. Der Freitag wird teilweise wechselhaft. Am Vormittag ist es noch trocken. Vielerorts scheint bei sommerlichen Temperaturen die Sonne. Im Lauf des Tages verdichten sich die Wolken vor allem im Süden. Dort kann es regnen. Die Höchstwerte liegen morgen Nachmittag zwischen 27 und 29 Grad. Auf den Bergen wechseln sich morgen Sonne, Wolken und Regen ab. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad. Am Samstag dominieren dichte Wolken. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Stellenweise fällt Regen. Es wird deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Der Sonntag wird stark bewölkt. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Auch am Montag bleibt es mit 14 bis 18 Grad vergleichsweise kühl. Gelegentlich scheint die Sonne.
Was glauben Sie, was Sanitäter auf der diesjährigen Festwoche am häufigsten behandeln müssen? Wenn Sie jetzt auf übermäßigen Alkoholkonsum tippen, dann liegen Sie falsch. Es sind Insektenstiche. Aber auch Schnittwunden oder Hitzschlag werden häufig behandelt. 2014 wurden insgesamt 746 Verletzungen gezählt. Heuer waren es allein am Eröffnungswochenende rund 180 Versorgungen. Aber auch unter der Woche haben die Sanis einiges zu tun. Wir haben ihnen bei der Arbeit einmal über die Schulter geschaut. Ja, wir befinden uns da im Sicherheitszentrum. Da ist Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Jugendamt und der Sicherheitsdienst. Alle vor Ort, wir sind Tür an Tier. Und da drinnen sind eigentlich mehr Sanitäter untergebracht. Das ist ein EVT-Team, ein Erstversorgungsteam. Ja, immer weiter. Hier haben wir, ist unser, ja, sagen wir so, eine kleine Einsatzzentrale. Hier haben wir, ist ein Wachleiter da, der hat die Oberhand über alle. Er teilt die einzelnen Teams ein und koordiniert das da herin. Und wenn wir dementsprechende, ja, Sachen haben, wird auch von hier dann der Rettungsdienst weiter alarmiert, wenn man Abtransport hat. Aber in den Abendstunden hier haben wir einen eigenen Rettungswagen, wo wir das Ganze selber abhandeln. Und hier befinden wir uns im sogenannten Behandlungsbereich. Wir haben hier 6 normale Behandlungsplätze, 2 Intensivbehandlungsplätze. Wenn ihr mir folgt, normale Behandlungsplätze wird halt Schnittverletzungen, das Ganze behandelt und alles, was da drüber rausgeht, was Intensivbehandlung braucht, haben wir hier 2 Plätze. Das Material ist wie bei einem Rettungswagen, sind wir da ausgestattet, also sprich EKG, Kreislaufkoffer, es ist ein Notfallrucksack da und Material zum Abtransport aus besonderen Situationen. Wir haben auch noch einen besonderen Bereich. Das ist hier unser sogenanntes Aquarium genannt. Hier kommen die, ja, wie man immer sagt bei uns, die Alkoholleichen rein. Aber ja, haben wir eigentlich fast gar keine das Jahr. Und es ist halt ein Raum, wo man dann noch sauber machen kann. Wenn jemand einen Spuckerler macht, na, haben wir es einfach zum Reinigen. Der Raum ist eigentlich zweckmäßig, weil wenn ich jemanden draußen habe, der sich übergibt, da habe ich ruckzuck da 2 Behandlungsplätze verloren, weil ich sie sauber machen muss und wenn was los ist, fehlen die mir. Und die ersten Behandlungsplätze werden inzwischen auch gebraucht. Mittags gegen ein Metallblatt geglossen, hat jetzt einen Cut in der Nase. Okay. Muss jetzt genäht werden und im Klinik noch mal angeschaut werden. Okay. Darum. Wunderbar. Die Kollegen haben dir das schon gesagt. Du darfst einen kurzen Ausflug mit uns machen, darfst mit uns einen Ausflug in die Klinik machen. Dann lässt man dir das oben nähen, einfach, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und du darfst dann einfach schnell folgen. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall und bis dann. Gut. Geht so? Wunderbar. So, der Kollege wartet drinnen für dich und dir dann gute Besserung. Danke. Der Patient, den wir jetzt gerade betreut haben, der war gar kein Festwochenbesucher in dem, oder den Unfall hatte gar nicht auf der Festwoche gehabt, sondern heute untertags, hat sich die Nase aufgeschlagen und zwar so, dass wir sie jetzt leider zum Nähen in die Klinik bringen mussten. Und er war jetzt einfach nur mal sicher, weil es wieder angefangen hat zum Bluten und ist deswegen hergekommen. Und wir haben dann entschieden, aufgrund der Größe der Verletzung, die er sich heute Nachmittag zugezogen hat, ist es doch was für die Klinik, dass wir es nur nähen müssen. Und das ist der Grund, warum er jetzt bei uns auf der Sandstation aufgeschlagen ist und somit von uns jetzt abtransportiert worden ist. Es ist jetzt nicht die typische Verletzung, die wir hier versorgen, weil wir hauptsächlich für die Besucher an sich für die Geschehnisse auf dem Gelände zuständig sind. Aber natürlich sind wir Ansprechpartner für alle medizinischen Ratschläge, die man auf der Festwoche hat. Ja. Und somit kommt auch sowas vor. Damit schnell Hilfe zur Stelle ist, sind einige Sanitäter auch auf dem Gelände unterwegs. Darunter Petra Hiltensberger und Tobi Hiedl. Wie die anderen Sanitäter sind auch sie ehrenamtlich im Einsatz. In dieser Woche, da kommt alles zusammen. Du hast jedes Klientel. Du hast junge, alte, vom Säugling angefangen bis zur alten Frau oder Mann, je nachdem.
Du hast Betrunkene, du hast total nette Leute, die einfach mal eine Kopfschmerztablette wollen oder was Kleines oder sich auch dann bedanken. Und ich denke, das macht überhaupt unsere Arbeit aus, dass du einfach immer unwahrscheinlich viel zurückkriegst von dem, was du gibst. Geht ihr denn hin? Momentan der Standort ist Flughafen. Wir gehen jetzt in Richtung Marktgalasse bei mir. Ja, gibst du es mal durch, dass hier auch alles entspannt ist? S-Club Fest Woche 4 von S-Club Fest Woche 300. Also momentan ist es hier relativ ruhig und entspannt. Ein paar vereinzelte kleine Grüppchen. Was macht ihr? Wir schauen jetzt erstmal, ob alles in Ordnung ist soweit, wie viele Leute ungefähr da sind, ob die Wege frei sind, dass wir auch durchkommen können. Und natürlich auch, ob irgendwo jemand rumliegt. Also die meisten finden wir quasi nicht, wenn man uns gerufen hat, sondern weil wir einfach zufällig dann auch dazukommen sind. Genau. Und genau dieser Fall tritt kurze Zeit später ein. Ein junger Festwochenbesucher mit Atemproblemen bittet die Sanitäter um Hilfe. Ein junger Mann, der eine bekannte Asthmaerkrankung hat, aber dummerweise jetzt eben sein Asthmaspray nicht dabei hat. Das war jetzt auch nicht der typische Alkoholiker oder Festwochengänger, sondern es war jetzt wirklich, der war nicht alkoholisiert. Das ist einfach mal so mit dem Pollen und was alles so umeinander fliegt, kann ich schon mal sagen. Versuch dich mal anzulehnen. Jetzt nehme ich mir mal das Ding da weg und jetzt wasch mal die Hände nach hinten. Das macht auch so ein bisschen frei, jawohl. Okay. Miss mal nochmal nach, gib mir mal nochmal deine Hand bitte. Einfach liegen lassen. Ja, es ist auch wichtig für den Patienten, dass er sich geborgen fühlt, in guten Händen einfach aufgehoben fühlt, dass man für ihn da ist, mit ihm darüber spricht in Ruhe und sagt, so, jetzt bist du in unseren Händen, jetzt kann ja nicht mehr viel passieren, wir helfen dir und ihm wirklich alles erklärt, die einzelnen Schritte, wie man was macht. Der junge Mann wird nun ins Sicherheitszentrum gebracht und dort von einem Arzt versorgt. Für Petra Hiltensberger und Tobi Hiedl geht es währenddessen weiter. Erst um 1 Uhr morgens endet ihre ehrenamtliche Schicht auf der Festwoche. Wir übrigens von ATV sind tagsüber für Sie auf der Festwoche und zwar am letzten Tag der Messe am Sonntag. Es erwartet Sie ein tolles Programm auf der Medienbühne mit Showhypnose, Trachtenverein und Kinderbespaßung. An unserem Promostand gibt es dann noch alle Infos zu uns und unseren Sendungen. Morgen Abend leuchtet sie wieder rot, die Allianz Arena in der Hauptstadt. Denn Bayern München eröffnet die neue Bundesliga-Saison mit einer Partie gegen den Hamburger SV. Die Bundesliga-freie Zeit ist also fast rum und wird auch von den Allgäuern heiß ersehnt. Mehr in wenigen Minuten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Bewahren Sie sich Ihre Lebensqualität auch im Alter. Wir unterstützen Sie dabei. Alloheim Seniorenresidenz Sonthofen. Bleiben Sie auch in den goldenen Jahren. Mitten im Leben. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Golf Champ Trophy 2015. 14 Jahre Bayerns größte Turnierserie. Golf Champ Trophy 2015. ATV und der Spielbanken Bayern. Kämpfen Sie um den Einzug ins Finale am 22. August beim Golfclub Lindau Bad Schachen. Golf Champ Trophy 2015. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich.
Golf Jam Trophy 2015 wird unterstützt von Hartl Resort, Cherveau und Best Service Company. Kurpark und Lichterfest in Bad Wörishofen. Bei freiem Eintritt erwartet Jung und Alt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Konzerten, Führungen, Musik, Köstlichkeiten für den Gaumen und vielem mehr. Ab 21 Uhr Lichterfest mit Illuminationen im gesamten Park und um 23 Uhr das große Finale mit Brillantfeuerwerk. Alle Infos unter bad-wörishofen.de. Der Hochsommer ist für die meisten die Jahreszeit. Sonnenbaden, Eis essen und einfach genießen. Denn seien wir ehrlich, die richtig schönen Tage sind schnell rum und da zählt jeder einzelne doppelt. Für Fußballfans ist der Sommer allerdings die saure Gurkenzeit, denn die Bundesliga macht Pause. Die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Morgen beginnt die neue Saison mit dem Klassiker früherer Tage, Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wir haben uns in Kaufbeuren umgehört, was Sie zum Thema Bundesliga zu sagen haben. Jetzt fängt doch die Bundesliga wieder an. Ja. Ist das was für Sie? Freuen Sie sich drüber? Ja, ich bin aber auf der zweiten Liga mehr zu Hause. Gut, ich habe meine Lieblingsvereine, sind alles Chaoten. 60, Schalke und Nürnberg. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Morgen geht die Bundesliga wieder los. Ist das was für dich? Keine Ahnung von der Bundesliga. Keine Ahnung. Keine Ambitionen? Nein, dann muss ich die andere Frage. Also Dortmund wird Meister hinter Bayern. Die zwei werden es untereinander ausmachen. Gibt es schon einen Meistertipp? Bayern. Und wer wird Erster hinter den Bayern? Zweiter, bitte schön. Wolfsburg. Augsburg wird Meister. Unbedingt. FC Augsburg. Ich komme aus Hannover und bin dementsprechend 96 Sympathisant. Ansonsten interessieren mich die anderen Vereine weniger. Beginnt ja mit dem ehemaligen Klassiker Hamburg gegen Bayern oder Bayern gegen Hamburg. Ja. Was meinen Sie, wie geht das aus? Das geht so aus, dass der Absteiger jetzt schon feststeht. Ja, Bayern 2-1 gewonnen. 2-1? Ja klar. 3-0 Bayern. Was meinst du, wie geht das aus? Oh Mann ey, natürlich schlecht für den HSV, ist bitter. Keine Ahnung, wahrscheinlich 3-0 für Bayern. Ne? 3-0. Wer wird Meister, wer steigt ab? Bayern wird Meister. Und absteigen, wer steigt ab? Absteigen. Gute Frage. Ich glaube, Hamburg schafft es dieses Jahr abzusteigen. Wer steigt denn ab diese Saison? Also meine drei Favoriten für den Abstieg sind Ingolstadt, Darmstadt und der HSV. Diesmal wirklich? Vielleicht. Danke. Ja, alles ist offen. Ihre Meinung zum Bundesliga-Start. Morgen testen wir mal, wie dialektfest Sie sind. Wir sind mit dabei beim Allgäuer Mundartforum. Die Bilder und Geschichten dazu am Freitag bei RTV. Bis dann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.